Ja, hallo, hier ist Odi. Unsere Australienreise führt uns diesmal nach Sydney. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Unsere kürzeste Reisestrecke von ca. 400 Kilometern legen wir mit der Eisenbahn zurück. Bevor wir jedoch Sydney besichtigen, laufen wir zunächst den Spitbridge to Manly Walk. Leider ist dieser Leghorn eines der wenigen Tiere, die wir in der freien Natur entdeckt haben. Vom Manly-Anleger fahren wir mit der Schnellfähre zurück nach Sydney Harbour. Neben dem Ayers Rock ist das Sydney Opera House ein absolutes Wahrzeichen Australiens. Der Architekt des Opera-Hauses, John Utzon, hat das fertige Gebäude nie gesehen. Im Streit um Baugelder verließ er 7 Jahre vor der Fertigstellung das Land und hat Australien nie wieder betreten. Ein weiteres Wahrzeichen von Sydney ist die Harbour Bridge. Ihr könnt vielleicht erkennen, dass der Brückenbogen begehbar ist. $150 pro Person. Wir haben verzichtet.
Auch Annika und Maren gefällt es hier am Hafen.